Es gibt zwei Arten von Kalibration, leere und volle Schaufel. Beide Kalibrierungen müssen mit warmem Hydrauliköl durchgeführt werden. Vor jeder Kalibrierung sollte der Zwischenschmierschalter betätigt werden, um eine optimale Schmierung der Lagerstellen zu gewährleisten. Zum Kalibrieren der leeren Schaufel versichere dich, dass die Schaufel restlos leer ist. Senke den Ausleger unter minus 20 Grad und kippe die Schaufel vollständig ein. Drücke den Schalter zum Starten der automatischen Wiegung. Der Ausleger hebt sich automatisch auf die horizontale Position. Nun drücke den Schalter für mehr als 2 Sekunden und das Schaufelgewicht wird auf 0 gesetzt. Ein Ton und das Symbol im Monitor bestätigen die Nullkalibrierung. Dies sollte mehrmals täglich durchgeführt werden. Die zweite Möglichkeit ist die Kalibrierung der vollen Schaufel. Bevor diese Funktion ausgeführt wird, muss die aktuelle Kalibrierung zurückgesetzt werden. Navigiere zu Kalibrierung zurücksetzen und bestätige. Sobald die Daten zurückgesetzt sind, zeigt die Anzeige Beladen Kalibrierung nur noch Striche an. Jetzt kann die Kalibrierung der vollen Schaufel durchgeführt werden. Hierzu wiege die Maschine mit leerer und voller Schaufel auf einer Fahrzeugwaage. Notiere die Werte und berechne die Differenz. Die Last der vollen Schaufel muss in einem Bereich zwischen 3,0 und 7,7 Tonnen liegen. Bringe den Ausleger nun in die Horizontale durch Drücken des Schalters für die automatische Messung. Nun gehe in das Fahrermenü, wähle die Registerkarte Lastmesser aus, wähle den Punkt Kalibrierung, dann Beladenkalibrierung, gebe den berechneten Wert ein und bestätige. Wenn das eingegebene Gewicht akzeptiert wird, zeigt der Bildschirm Einstellung abgeschlossen an.